Hey Leute, willkommen zur größten Clash Royale Verarsche, die es jemals gab. Tribal Mania. Ich habe keine Ahnung, was es da so gibt. Was ist das hier denn? Eigentlich. Ein Butcher? Okay, was macht denn der? Ist das sowas wie ein Ritter? Ich würde mal denken, ja. Dann das hier, vielleicht Kobolde? Nee, das ist ein Bomber. Oh. Archers? Ja, toll. Ja, das ist echt ein Ritter, ne? Ja gut, ein Bomber. Archers. Geil. Ich habe das Spiel auf jeden Fall schon mal nicht verstanden. Oh, eine Training-Chest. Ich, ja. Man kann sagen, es ist wie Clash Royale. Nur halt. Die Frage ist halt. Wen juckt's? Aber, ja gut. Einfach ein Screenshot vom Ladescreen machen. Ja. Einfach mal so. Oh, jetzt lädt's plötzlich. Screenshots beheben jedes Problem. Oh, zwei Karten. Okay, was hab ich denn überhaupt? Fireball, ja. Ein Giant, ja. Bomberpfeile. Das. Was ist denn ein Butcher? Ah, das ist sowas ähnliches. Wie der Ritter, ja. War mir schon klar. Dann das hier. Ottoman. Was ist das denn? Ist das ein. Ist das vielleicht wie ein krasser Typ? Wie ein. Halt. Wie heißt es? Musketier? Das ist dann wahrscheinlich. Was weiß ich, was das sein soll. Es gibt doch, glaube ich, eigene Karten. Zum Beispiel Swarm of Scorpions. Wie viele sind es? 21, das ist eine Skelettarmee. Gut. Kisten machen wir gleich auf, wenn ich 4 davon habe. So, Trainer. Antara Ibn Shada. Ja, das kostet Wasser. Nicht mal irgendwie Elixier oder so, sondern einfach Wasser. Ich mache jetzt den übelsten Push. Zack. Archers. Zweiter Giant. Der Bomber erledigt auch von nochmal die. Zack. Kommt hier nochmal der. Archers dahin. Zweiter Bomber. Und Pfeile. Einfach so. Hoi. Oh, die Pfeile haben sogar gemacht. Ja. Es ist wie Clash Royale. Nur, dass hier alle in Arena 1 schon mega gut sind. Oh ja. Dann öffne ich mal die Kiste. Was ist denn? Einmal Arrows und ein Butcher. Dann gehe ich erstmal den Butcher upgraden hier. Level 2. Arrows. Ja. Öffne die nächste Kiste. 28 Gold. Der Otto-Mann. Ja. Jetzt habe ich den Otto. Alter, der Otto. Hi. Ein geiler Otto. So, ja, dann gehen wir jetzt. Hier, nächster Kampf. Das nächste ist ein Riese, also kann ich ja hier dann Bomber-Riese-Push starten. Also das könnte man nicht nächstes Lieblingsspiel werden. Auf keinen Fall. Das ist einfach genau so. Also der spammt auch einfach, das sind so wie Kobolde und Skelette. Was ist denn ein Otto? Ja, dachte er, ja, das ist ein Musketier. Der Otto. Otto rasiert. Otto Mann. Richtiger Otto. Aber na gut. Oh ja. Ich werde mir heute auch für die Folge extra nochmal Mühe machen und für neue Seitenbilder machen.
Das wird auf jeden Fall ziemlich geil, neue Seitenbilder zu erstellen, extra für Tribal Mania. Weil das könnte ein nächstes, theoretisch könnte das hier ein nächstes Let's Play werden. Bin mir noch nicht sicher. Aber das wäre ganz gut möglich. Weil das ist wie Clash Royale und da ich auf Clash Royale jetzt so. Auf das habe ich jetzt schon so lange, dass das gar nicht mehr so viel Spaß macht. Nicht mehr den meisten Spaß. Aber dafür gibt es ja jetzt dieses hier. Komm, Batscha, nochmal nach vorne. Scheiße, die werden angegriffen vor dem Batscha. Aber egal. Ah, nein, der Ottoman wird weggereckt. Von den Skorpionen. Aber ja, der Turm ist weg. Oder? Nope. Jetzt schon. Ui. 7 Leben, ja. Aber na gut. Nächstes. Einfach mal noch einen Schuss. Zack. Ah, hat total vergessen. Aber das mache ich später. Tap to unlock. 28 Gold. Und zweimal die Archers. Die kann ich dann auch auf Level 2 machen. Yay, und wenn das jetzt in 3, 2, okay. Akku fast leer. Ist mir eigentlich auch jetzt gerade mal egal. Oh, Scorpion Handler. Geil. Ach so, das ist wie eine Hexe. Weil die Skorpione sind ja wie die Skelette. Und ja. Lockert er. Ich muss mir mal die Beschreibung durchlesen. Such a walks around with a basket full of scorpions, uses them to attack his enemies and throws a bunch of knives to cause a spread damage to anyone that dares to face him. Ja. Ja, das ist echt eine Hexe. Man kann es nicht anders sagen. Ja, ich habe versucht, heute schon die ganze Zeit Clash Royale aufzunehmen. Aber irgendwie lief es in Clash Royale kein Stück. Ich dachte mir so, nee. Ich konnte einfach den ganzen Tag lang nur scheißen. Nur reinscheißen. Die ganze Zeit verlieren. Nein, die Archers sind vorne. Ah, oh, nein. Gott. Nein, ich brauche eine Verteidigung gegen den Archer. Komm, Otto. Ja, Otto. Ach so, ja, der Otto kann gerade gut. Der Ottoman kann ja was für Otto eigentlich. Alles klar. Ich sag so, Ottoman, das ist einfach der Scorpion Handler. Es sind zwar andere Karten. Aber wenigstens heißen die anders. Es sind die gleichen Karten, aber wenigstens heißen die anders, ne? Man hat ja wenigstens eine Sache nicht von Clash Royale geklaut. Nämlich das Design der Karten manchmal. Also manchmal hier so. Zum Beispiel Bomber, der wirft Dynamit und keine Bomben. Warum heißt er da nicht Dynamiter? So hätte ich ihn genannt. Glaube ich zumindest. So. Wir machen gleich noch den letzten Ausbilder. Dann glaube ich, sollte ich auch aufhören. Wobei, ich meine, da mache ich kurz einfach nur einen Cut rein. Weil dann muss ich kurz mein Handy an die Ladestation stecken, mache ich kurz einen Cut. Nach dem nächsten natürlich erstmal. So. Pick a name you like other players to know you by. Also, die Leute sollen mich bitte als. Vielleicht, wenn es überhaupt, wenn es funktioniert, wenn es funktioniert. Ja, Game 7050 ist da. So, dann. Ich habe nichts zum Upgraden, gar keine Leute, dann geht's jetzt los. Hoi. Hazar ibn Fallah. Ich liebe die Namen. Es macht echt Spaß.
die Namen anzugucken, macht echt Spaß. Oh. Der greift. Oh, der macht einen guten Push, ja. Ja. Oh, ich könnte gleich auf alles einfach hier. Bam! Nein. Das eine Skorpion. Batscha. Komm! Nein. Egal, komm, schnell Otto. Ich hätte einfach den Otto nach vorne. Und der Batscher kommt dann auch noch. Nach vorne, ja, dann kommt jetzt der Bomber, macht noch ein, zwei Hits. Einen, okay. Ich glaube, ich baue hier den Push auf. Einfach ganz unten rechts. Ich hoffe natürlich, dass euch die neue Musik im Hintergrund gefällt. Ich habe die extra neu gemacht. Also extra neue Musik genommen, die ich in letzter Zeit so öfter höre, die auch gut als Hintergrundmusik benutzt werden kann. Hoffe natürlich, euch gefällt das. Ja. Ich hab jetzt gewonnen. Ja. Dann haben wir doch gegen Trainer Hasaiben Faller. Ja. Ja. Ich kann neue Karten anlocken. Ja. Der Brawler. Die Brawlers. Geil. Slingers. Ja, okay. Warrior. Ein Slingers hat. Eigentlich. Spear Goblins. Spear Goblin Hütte. Also die Goblin Hütte. Das Koboldfass und der Lightning. Das sind normale Kobolde. Wo sind wir denn überhaupt? Suk al Mubarakia. Krass. Ehrenname. Phoenix hört sich cool an. So, dann stecke ich kurz mal mein Handy an die Ladestation. Wir sehen uns dann gleich. So, Leute. Bin wieder da. Öffne meine Gratistruhe. 4 Perlen, lol. Und dreimal ein Butcher. Free Chest. Also die Chest, dann zweimal Bomber. Gut, dann gucken wir uns doch mal an. Da können wir hier auch direkt den Butcher upgraden. Haben ja genug Gold. Ja, Level 2. Hui. Komm, schnell, geh auf. Und was ist drin? 2 Archers. Dann Silver Chest aufmachen und los geht's in einen Kampf gegen Mitaka 13. Stalagmiten. Der Typ mag Stalagmiten. Das Problem ist, die Leute kommen alle von Clash Royale. Deswegen wissen die auch alle schon, wie man kämpft. Aber da ich das ja auch weiß. Oh, Bomber. Ja, dumme Idee. Ja. Ach, Mann. Aber, na gut. Kann das eigentlich gerade mit einem Fight so in, sagen wir, meiner Arena 9 vergleichen? Das ist der Butcher. Ich wollte gerade sagen, hey, was ist das denn für ein Scheißteil? Nein. Oh. Pfeile machen die gar nicht komplett kaputt. Gut zu wissen. Ja, der Push. Der Push. Ja, komm, Batscha. Hau. Kaputt. Ja. Ha. So. Otto. Ach nein, Alter. Als ob.
Der eine Otto geht einfach auf die andere Seite. Richtiger Otto. Habe ich seinen Turm? Kann gut sein, oder? Ja, habe ich. Erster Kampf. Der hatte 73 Daggers. Man kriegt halt pro Kampf nur so 30. Und ich hatte 0. Nein, ich will die nicht bewerten. Ich sehe das nämlich gar nicht ein. Also ich würde sagen, wir füllen insgesamt noch unsere Thronplätze auf. Ja. Alter, was die alles alle für Namen haben. Oh, Bomber, 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 schnell, 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 schnell. Ja, Bomber, rasiert. Und dann kann ich nämlich auch den setzen. Ey, Junge. Kann der bitte weggehen? Ja, danke. Ja. Der macht noch ein bisschen Schaden. Gut so. Ach nein, der schickt einen Otto. Ach nein, Otto, nein. Otto gegen Otto, wer wird gewinnen? Otto Level 1 oder Otto Level 2? Niemand. Oh. Ich glaube, der weiß auch nicht, wie man pusht, oder? Weiß er das? Ja. Der Turm ist weg. Ja, perfekt. Komm, ich will den Otto. Krasser Typ. So, dann den Otto holen, dass der auch drauf schießt. Also, es gibt ja sogar einen Chat. Erstmal auslachen und wow. Well played. Yay, 30 Daggers. Oh mein Gott. Es macht irgendwie echt viel Spaß. Es ist halt wie Clash Royale. Nur halt in einem anderen Aussehen. Da ist man nicht gelangweilt vom alten, langweiligen Aussehen von Clash Royale. Oh nein, Alter, nein, das ist ein Cockrider, oder? Cockrider. Nein, das ist ein Prinz. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, nein. Och nee, ne? Einfach Prinz. Nein, bitte. Alter. Das ist einfach wie ein Prinz, oder? Ich hasse das. Guck mal, ich habe keine Skelette mehr. Ich muss den hier schon setzen, den Scorpion Handler. Sonst kann ich gar nichts mehr machen. Mann, ich bräuchte jetzt ganz schnell 5 Eleg. Ja, verkackt. Schnell. Nee, oder? Okay, gegen den werde ich auf jeden Fall nicht gewinnen. Komm, ach nee, das. Oh nein, oh nein. Warte, ich schreibe dem well played. Das, was ich nicht verstehe, ist, warum wir selbst rot sind und die Gegner blau. Aber na gut. Oder wir versuchen noch die Kronentruhe zu bekommen. Oder halt die Dagger Chest. Wie auch immer. So. Well played. Das ist jetzt wie ein Drache, oder? Ja, ein Drache. Scorpion Handler. Effektiv. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, der wusste auch nicht, was er setzen soll.
Das geht ab. Kebab geht ab. Ja, komm, rasier den weg. Und ja, die Kronentruhe ist da und eine Goldtruhe. Also wir haben unsere Kronen und unsere Dingens, unseren wie heißt es? Kistenslot voll unten. Die ganzen, alle vier Kisten und die Kronentruhe sozusagen. Warrior unlocked. Zweimal Arrows. Die Slingers neunmal. Den Mini-Algul. Und den Butcher siebenmal. Drei neue Karten, ja. Die direkt upgraden, damit ich bald ein höheres Level werden kann. Ja, was ist denn der Warrior überhaupt? Jedi they can very walk, but when he hears the drums of war, he leaps and slashes all his enemies with whirling attacks. Ah, Valkyrie. Ja, gut. Ja, ist nur Valkyrie. Was habe ich denn immer dafür rausgetan? Es gab hier immer so ein Standard-Deck, sagen wir mal. Ich glaube, ich habe immer da rausgetan. Was ist denn ein Mini-Algul? Mann, was ist das? Ach, ein Mini-Packer. Ah. Mini-Packer. Jetzt hätte ich einfach das anstatt dem Butcher. Und dann haben wir ein wahrscheinlich auch nicht so tolles Deck. Aber Leute, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Folgt mir auf Instagram, @gamerseb56. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.